Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube Adventskalender. Wir packen hier gemeinsam den Böker Plus Adventskalender aus und das Ganze wurde dieses Jahr möglich gemacht von der Firma Messermax. Vielen Dank dafür, die haben mir das Teil hier nämlich kostenlos zur Verfügung gestellt und damit diese gesamte Videoreihe überhaupt erst möglich gemacht. Und da wollte ich auch nochmal erwähnen, der Inhaber von Messermax, nämlich der Pierre Pierre, der macht auch diese Messer-Workshops, bei denen man lernen kann, sein eigenes Messer zu bauen. Also, wen das interessiert, auch das unbedingt mal auschecken. Coole Sache auf jeden Fall. Ich finde ja dieses ganze Thema insgesamt so interessant und facettenreich, dass man da in so viele verschiedene Bereiche auch reinschauen kann. Wirklich cool, was unser gemeinsames Hobby hier so alles an Möglichkeiten bietet. Aber deshalb finden wir uns ja hier auch alle immer wieder so zusammen. So, heute haben wir den 22. Dezember 2023 und damit steht das 22. Päckchen hier noch auf. Ich gehe ja davon aus, dass ich schon weiß, was heute im Paket sein wird, nämlich die zweite Messingbacke. Und ja, auch ihr könnt da wahrscheinlich von ausgehen, wenn ihr die Videos der letzten Tage und Wochen mitverfolgt habt. Schauen wir doch einfach mal gemeinsam in das 22. Paket. Klingt doch nach Messingbacken oder einer Messingbacke vielmehr. Und ja, tatsächlich, da haben wir das passende Gegenstück. Sehr schön, wie gesagt, ich vermute, das wird die Variante sein, für die ich mich letztlich dann auch entscheide. Gucken wir mal, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Auf der Internetseite geben sie ja so ein bisschen einen Vorausblick und ich glaube, und so habe ich es auch bei Modellen der letzten Jahre gesehen, dass da mindestens noch eine weitere Klinge ziemlich sicher drin sein wird. Ich bin gespannt, ob dem wirklich so ist. Wollen wir mal schauen. Aber sonst würde ja auch dieses Konzept, bei dem man die Klinge hier so leicht wechseln kann, nicht wirklich Sinn machen. Ich bin gespannt, wie sich das nachher in der Praxis verhält, ob man das wirklich so eingestellt kriegt, dass die Klinge gut, aber spielfrei läuft. Mal schauen. Und wenn dich das auch interessiert, wie es mit diesem Messer weitergeht, wir befinden uns mitten auf der Zielgerade. Dann schalte gerne morgen wieder ein, würde mich freuen. Und bis dahin sage ich, schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Mach's gut. Tschüssing!